So, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Horst der Bartagger. Heute gibt es mal ein besonderes Video und zwar ein Fütterungsvideo nicht für Bartagger, sondern für Zofoba-Würmer bzw. Mehlwürmer. Ja? Die Mehlwürmer sind die Vorgängervariante und das sind die, worin sie sich dann entwickeln. Ja? Die Zofobas sind die herangereifte Version der Mehlwürmer. Sind auch nicht ganz so fetthaltig, aber wenn wir hier schauen, Rohfett sind wir hier bei 13%. Ja, das ist ganz wenig, 61% Feuchtigkeit, genau. Sind also eine gute Nahrungsquelle für die Bartagame. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie man sie füttert, denn alles, was die Zofobas aufnehmen, wird auch an die Bartagame gefüttert und so kann ich sich gesund ernähren. Hier haben wir jetzt eben die Zofoba-Würmer drin. Ich versuche die mal aufzumachen. Ne, ich kann sie euch auch gerade mal zeigen. Hier, da sind wirklich einige von denen drin. Und die sind auch wirklich teilweise ziemlich lang. Ich werde jetzt mal hier einen rausholen. Die können auch zwicken oder ein bisschen beißen. Ne, hier haben wir einen. Die sind also relativ groß. Genau, und können auch rückwärts laufen. Ja. Und ich zeige euch jetzt, wie man die füttert. Die haben hier natürlich so ein Streu drin. Das ist wahrscheinlich auch, dass es ein bisschen dunkler ist und sie nicht so arg stört. Die verkriechen sich immer gern. Haben da ein bisschen Futter schon drin wahrscheinlich, aber nicht viel. Die können auf jeden Fall sehr lange überleben. Aber die brauchen natürlich auch ein gewisses Maß an Extrafutter, damit sie länger leben und eben auch eine gute Quelle. Vitaminquelle und Mineralstoffquelle für die Bartagame sind. Dazu habe ich hier einmal Haferflocken geholt. Ich werde jetzt von dem Streu einfach ein bisschen, ja gut, das kann ich jetzt nicht wegwerfen, sonst werfe ich nämlich da ein paar Zofobas mit weg. Aber auf jeden Fall haben wir da hier Haferflocken. Die geben wir einfach da dazu. Das sind ganz schön viele, aber noch nicht alle. Ne? Damit wir da eben noch hier ein bisschen das zwischen reinpacken können. Hier haben wir nämlich ein bisschen Obst und ein bisschen Gemüse. Also haben wir hier Salat. Ne? Einfach ein bisschen. Und im Moment, den werde ich jetzt kurz noch ein bisschen zerreißen und auch reingeben. Und dann eben ein paar Blaubeeren. Die können wir auch einfach da reingeben. Und ja, was noch wichtig ist, ist hier ZVT. Plus Reptile, das sind Vitamin- und Mineralstoffpräparat. Da habe ich hier ein bisschen was abgefüllt. Das kriegt der Spike sonst an die Heuschrecken gepudert. Da packe ich einfach ein bisschen was rein. Das ist ganz wichtig. Und dann eben noch die restlichen, ne, Haferflocken. Ja. Und so können die wirklich lange überleben. Das könnte man jetzt, wenn man will, noch ein bisschen so vermischen, ne, damit das Ganze auch gut an die Würmer kommt, aber das wird auch, die kriechen da immer gut rum und die werden das sich auch holen. Vor allem die Blaubeeren, denke ich, werden sie dann zerfressen. Ich habe das schon mal mit Johannisbeeren gemacht, die waren dann komplett zerfressen. Ja, so, das war's dann eigentlich auch schon. Die haben hier gut Luftlöcher, die kriegen hier eigentlich alles, was sie brauchen. Hier kann man sie auch noch mal von unten sehen. Das ist so jetzt ein Paket, das man so hinstellen kann. Die überleben wirklich lange und haben jetzt eigentlich alles, was sie brauchen. Ja. Dann würde ich sagen, war es das auch schon mit diesem Video. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr solche Videos sehen möchtet, wie ich eben die Tiere, die Futtertiere selbst füttere. Ja, dann wünsche ich euch noch eine angenehme Woche, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, haut rein, bis denn, euer Boss der Bartagame.